Zunächst einmal möchte ich euch eine Sache sagen, liebe Geschwister. Dass wir in einem bestimmten Zustand sind, wo wir nur sündigen und Allah nicht kennen, so ist der Tod für uns ab sofort besser, als dass wir weiterleben. Abul Bara, bist du durchgedreht? Seit du aus Berlin raus bist, hast du deine Gedanken geändert? Nein, nein, nein. Alhamdulillah, wir reden nur mit Beweis. Ich wiederhole, dass du weiterlebst und dabei sündig bist und Allah nicht kennst, so ist der Tod zu diesem Zeitpunkt besser für dich sofort, als dass du weiterlebst. Jetzt bin ich mal gespannt auf deinen Beweis, Abul Bara. Höre, was der Gesandte macht. Sallallahu alaihi wa sallam sagte, خَيْرٌ نَاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُ وَشَرٌ نَاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُ وَسَاءَ عَمَلُ. Die Besten unter den Menschen sind diejenigen, die ein langes Leben bekommen. Ein langes Leben. Vielleicht lebt er 60, 70, 80, 90 Jahre, während er dabei was? Gute Taten verrichtet. Wann ist das Leben gut für uns, dass wir lange leben? Wenn wir gute Taten verrichten. Und die übelsten, schlechtesten Menschen sind diejenigen, die ein langes Leben bekommen, aber üble Taten verrichten. Weil je länger du lebst, umso mehr versammeln sich diese Sünden. Umso mehr wirst du an Strafe Yawmul Qiyamah. Das heißt, wenn wir diesen Hadith verstanden haben, dann gibt es nur eine einzige Möglichkeit für uns. Wenn wir die Errettung wollen. Möge Allah uns Sicherheit geben am Tage der Auferstehung. Diese Errettung ist, dass wir ab sofort Tauba machen, bereuen bei Allah und ab jetzt versuchen nur gute Taten zu machen. Abul Bara, du erzählst immer so viel. Glaubst du, wir werden sündenfrei sein? Das habe ich nicht gesagt. Wir haben gesagt, aber einer kennt seinen Herrn Allah und er dient Allah. Und wenn er sündigt, was macht er gegenüber Allah? Er bereut. Das ist der Diener, den ich meine. Und wir sind alle dieser Diener. Keiner von uns hat die Stellung von einem Propheten oder von einem Engel. Bei Allah, keiner von uns. Liebe Geschwister, wisst ihr sogar, dass große Sahaba gesündigt haben? Auch sie, obwohl sie auserwählt wurden von Allah Azza wa Jal, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bei seiner Botschaft zu begleiten, auch sie haben Sünden gehabt.